Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Heroes of Civilizations. Beim letzten Mal waren wir nicht allzu erfolgreich. Wir konnten vier Sachen nicht machen. Einmal die Verteidigung der Sphinx, den Trojanischen Krieg, die persische Belagerung und die Thermopylen. Haben aber am Ende in der Schlacht am Tigris doch noch einen Sieg erringen können. Vielmehr ist bei dem letzten Part nicht zu sagen. Nur, dass ich vergessen habe, die Skirmishes zu zeigen, die sind hier. Und ja, wir sehen hier halt verschiedene Duelle. Und Score-Punkte, anscheinend Punktzahl, die man erreichen kann. Aber wie gesagt, ich weiß nicht genau, was das macht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir die mal ausprobieren, wenn wir in den Kampagnen nicht weiterkommen sollten. Aber eigentlich würde ich erst gerne die Kampagnen fertig machen. Es gibt hier noch Custom Maps. Keine Ahnung, was das ist. Weil hier steht gar nichts. Aber wir werden sehen. Erstmal machen wir bei der Kampagne weiter. Da haben wir, wie gesagt, zuletzt die Schlacht hier am Tigris gewonnen. Und machen jetzt weiter mit einer Belagerung mal wieder mit der Isri-Seitsch. Besiege die feindlichen Mächte. Mal sehen, ob wir es schaffen. Wir haben schon wieder weniger Monster von Anfang an als unser Gegner. Das finde ich schon wieder nicht so geil. Was hat er denn? Er ist ein Babylonier. Er hat verdeckt eine Falle, das Teleskop. Womit er eine Karte von unserer Hand auf den Friedhof schicken kann. Er hat die berittenen Bogenschützen, er hat die Squiremen, also die Knappen. Wenn die Karte angreift, wird sie in Verteidigung gestellt, 2-4. Und er hat ein Schiff, die Bireme. Wenn sie angegriffen wird, dann gibt es doppelten Schaden an den Gegner, 4-2. Wir haben auch eine Bireme und einen Squireman. Was haben wir auf der Hand? Den Zauberer, der war im letzten Duell sehr praktisch. Dann die eisernen Beinschienen, die bezwecken, dass der Gegner nur noch die Karte angreifen kann, die damit ausgerüstet wird. Heka. Dann haben wir hier Lanzenreiter. Wenn eine Falle aktiviert wird, you can return this to base. Ich glaube, das heißt, dass man sie wieder auf die Hand nehmen kann. Und die Royal City, die Königsstadt. Alle babylonischen Einheiten kriegen plus zwei Angriffe und plus zwei Verteidigung. Und da wir auch Babylona spielen, haben wir hier mal wieder ein Mirror. Okay. Das heißt, ich werde die Royal City nicht spielen. Ich denke, die verstärkt uns beide. Was machen wir? Ich würde gerne unsere beiden Monster natürlich rausbringen, beziehungsweise Heka, der 5 Angriff und ist damit ziemlich mächtig. Ich fange jetzt mal mit dem Lanzenreiter an. Aha, da bringt er sofort seine Falle, aber wir könnten unsere Lanzenreiter unchainen. Dann können wir das ja zurücknehmen. Ich glaube, das mache ich mal. Ja, aktivieren. Ah, sie ging zurück auf die Hand. Und der Zauberer ist abgeworfen worden. Wieso das denn? Nein. Nein, nein, nein. Surrender. Nochmal neu. Ich möchte meinen Zauberer nicht verlieren. Okay, dann werden wir jetzt erst den Zauberer spielen. Diesmal hat er die eisernen Beinschienen abgeworfen. Okay, der Zauberer war ja, dass wir die Kontrolle über ein gegnerisches Monster kriegen, wenn er zerstört wird. Unser Gegner hat 10 Lebenspunkte, wir haben 40 Lebenspunkte. Die beiden sind gleich stark, die beiden sind auch gleich stark. Dann werde ich, glaube ich, mir jetzt Heka noch holen. Weil die Lanzenreiter gehen ja nicht mehr. Ich könnte natürlich auch die Royal City aktivieren, aber wir können es ja mal ausprobieren. Ich glaube halt, die Royal City stärkt seine Einheiten auch. Ja, die stellt seine Einheiten auch als Surrendern. Dann bringt es die in dem Fall nicht. So, Zauberer.
Der Teleskop bringt gar nichts. Dann Heka. Die Frage ist, was wir opfern. Den Zauberer behalte ich natürlich. Obwohl, wenn es zerstört wird, vielleicht müssen wir ihn gar nicht. Machen wir es mal doch. Genau, Heka ist jetzt im Spiel und wir können ein Monster holen. Welches Monster nehmen wir? Ich glaube, ich nehme die Berime, weil sie halt doppelten Schaden gegen einen Angreifer macht. Das wollen wir natürlich nicht. Battleface. Ja, unser Gegner ist natürlich jetzt ziemlich unterlegen. Ich werde als erstes mit Heka, glaube ich, seine berittenen Bogenschützen angreifen, weil da ist Heka stärker. Er konnte damit eine Falle zerstören oder ein Upgrade, da hatten wir aber keins, das ist also egal gewesen. Dann werde ich mit der Berime seine Squireman zerstören. Jetzt hat er noch 7 Lebenspunkte. Haha, aber wir machen nur 6 Schaden. Och, nicht schon wieder, wirklich nicht. Ja, wir machen nur 6 Schaden. Wir machen hier einmal 4 Schaden mit der Berime. Und einmal 2 Schaden mit dem Squireman. Vielleicht müssen wir doch die Stadt aktivieren. Ich probiere mal doch die Stadt. Also erstmal mache ich das hier. Dann mache ich das hier. Das war ja auf jeden Fall richtig. Und mit dem, ich meine, entweder könnten wir die Bogenschützen übernehmen oder die Berime. Aber ich würde halt lieber die Berime nehmen, wegen dem Effekt. So, und jetzt die Royal City. Schauen wir mal, dann hat er halt 6-3 mit seinen berittenen Bogenschützen. Und 4-6 mit seinen Squiremen. Wir haben 2x6-4. Und einmal 4-6. Battleface. Schauen wir mal. Zwei würden sich ja gegenseitig ausschalten. Die Bereme würde den berittenen Bogenschützen ausschalten und die Squiremen würden sich gegenseitig ausschalten. Warte, ich mach mal so. Aha, er hat diesmal das zerstört. Damit hätte er noch 8, würde aber wieder nur 7 Lebenspunkte verlieren. Ach ja, das ist in meinen Augen jetzt mal wieder so ein Duell, wo, was man gar nicht schaffen kann. Glaube ich. Wir haben ja nichts zum extra trainieren. Wir können nur ein Monster spielen, beziehungsweise mit Heka 2. Vielleicht sollten wir Heka auch gleich rufen. Und danach dann den Zauberer, weil ich glaube, der Lancer bringt es in dem Fall nicht. Obwohl er natürlich stärker ist, aber dieses vom Zauberer, das Übernehmen von dem gegnerischen Monster ist halt schon sehr stark. Ich meine, sein Teleskop. Wir wissen ja, ich probiere mal Heka gleich zu spielen. Gegen die Squiremen. Aha, er wirft dann immer sofort den Zauberer ab. Also wir müssen halt erst den Zauberer spielen, weil wir brauchen seinen Effekt. Das wollte ich noch ausprobieren. Ich hätte noch eine andere Idee. Heka. Berittene Bogenschützen übernehmen. Battleface. Was ist, wenn wir mit unserem Seinschiff angreifen? Genau, dann kriegen nur wir Schaden. Aber das Schiff ist weg. Er hat aber trotzdem noch 10 Life Points. Das können wir uns nicht leisten. Okay, anderer Versuch. Ja, ja, ich weiß. Also wir müssen auf jeden Fall das Schiff übernehmen, wegen dem Effekt. So, was ich jetzt noch probieren wollte, war... Dann hat er noch... Ja, er hat halt 7 Lebenspunkte, das ist das Problem. Was ist, wenn wir jetzt in die Main Phase gehen und das aktivieren? Weil dann werden ja nur noch wir gestärkt. Haha, das können wir aber auch nicht machen, weil wir kommen ja nicht mehr... Wir kommen ja nicht mehr in die Battleface zurück.
Okay, dann weiß ich mal wieder nicht, wie hier die Belagerung geht. Leider wieder etwas, was wir nicht geschafft haben. Wie gesagt, gerne in die Kommentare, wenn ihr was eine andere Lösung findet. Beim letzten Part gab es jetzt keine Kommentare. Ich muss wirklich langsam sagen, dass diese Kampagnen mich nerven, und zwar ziemlich stark, weil die Hälfte der Sachen schafft man nicht, irgendwie. Weil ihr habt es gesehen, er wäre wieder auf einen Lebenspunkt gekommen. Das ist ein bisschen nervtötend. Wir machen einfach weiter, gewinne den Kampf beim Mediterranean War, also beim Mediterranen Krieg. Was haben wir hier? Wir haben mal wieder weniger Monster, das ist doch echt ätzend. Was hat er? Er hat ein mal die Goods Sale, also einen Verkaufsstand. Wenn eine Einheit, die er damit ausrüstet, die Verteidigung wechselt, kann er eine Karte ziehen. Er hat den Kriegswagen, er hat in Verteidigung die Mangonel. Und er hat die Abara Legion. Mit der kann er einen Scorpion opfern und dann 8 Punkte Schaden machen. Ne, 5 Punkte. Er hat halt 6-4. Sehr stark. Er hat aber kein Squad. Wir haben die Bireme und die Lanzenreiter. Außerdem haben wir auf der Hand noch die Squiremen, die berittenen Bogenschützen. Die Quartiere. Den großen Sturm und die Einherjahr. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem großen Sturm an, damit wir seine verdeckte Karte zerstören können. Dann kriegt er 4 Schaden. So, er hat 4 Lebenspunkte. Wir haben 10 Lebenspunkte. Das Problem ist halt wieder seine scheiß Abara Legion. Also, dann bin ich ein bisschen an gestern mit den Persern. Dann werden wir auf jeden Fall die Quartiere spielen. Die können ja auf jeden Fall nicht schaden. Infantry, ne? Ja. Dann würde ich sagen, die Mounted Archer. Und mit den Quartieren die Squiremen. Und die Einherjahr könnten wir natürlich specialen. Ja, das Problem ist hier wieder sein 6-4er. Ich glaube, wir haben nichts, was 6-4 hat. Die Einherjahr haben 4-0. War das eine Trap? Nein, es war ein Upgrade. Er hat nur 4 Life Points. Ja, ich special die mal, die Einherjahr, für die Squiremen. So, Battleface. Er hat halt nichts zum Verstärken. Das ist ein bisschen scheiße. Ich meine, seine Mangonel ist gar kein Problem. Sein Kriegswagen auch nicht. Aber seine Abara Legion. Die ist sehr wohl ein Problem. Ich probiere es jetzt mal so, dass ich mit den Lanzenreitern, weil das macht nur doppelten Schaden, wenn es angegriffen wird, dass ich mit den Lanzenreitern sein Schiff zerstöre. Mit dem Mounted Archer mache ich mal seine Kriegswagen fertig. Dann hat er noch 3 Lebenspunkte. Wenn ich jetzt mit der Bireme angreife, was passiert dann? Ja, das dachte ich mir, der Effekt funktioniert nicht. Ich glaube, auch das müssen wir wieder aufgeben, weil ihr seht ja, wir haben nichts, was 6-4 hat. Ach ja. Vielleicht werden wir doch relativ früh mit den Skirmishes angreifen, weil die Kampagnen, ganz ehrlich, die Kampagnen scheinen hier gar nicht zu klappen. Aber wir probieren es einfach weiter. Jetzt probieren wir die gallische Verteidigung, wo wir eine Rebel Army besiegen sollen. Wo wir schon wieder weniger haben. Warum denn immer? Meine Fresse. So, die Slinger. Wenn eine Einheit zerstört wird, können wir ein Upgrade oder eine Falle auf die Hand zurücknehmen. Er hat die Labora. Wir spielen beide Kelten.
Wenn sie verteidigt werden, kann er eine Infanterie hinzufügen. Er hat das Ra-Boat, das zweimal mit doppeltem Schaden angreifen kann. Und er hat die Longsword-Man. Die verstärken von einer verstärken den Angriff um 2 Punkte, wenn eine Einheit zerstört wird. Oder das Minenartefakt, mit dem er ja Schaden von Effekten auf uns zurückwerfen kann. Was haben wir? Wir haben auch die Longsword-Man, wir haben die Explorer. Wenn wir keine Karten in der Hand halten, können wir sie direkt aufrufen. Oh, sehr schön. Im Borsalm für doppelten Kavallerieangriff, klingt auch schön. Die Stables, womit wir Kavallerie ausbilden können, und die Einherjahr. Okay, fangen wir an mit den Longsword-Man. Dann die Stables. Aktivieren. Ich glaube, wir brauchen den Effekt gar nicht. So, dann nehmen wir den Bronzehelm, damit er doppelten Angriff kriegt. Und dann tun wir die Slinger für die Einherjahr. Tun wir die Einherjahr Special für die Slinger. Battle Phase. So, wir haben 2x4 Angriff, 1x3 Angriff. Er hat 1x3 Verteidigung, 1x3 Angriff und 1x4 Angriff. Das Gefährlichste ist in meinen Augen der Longsword-Man, weil er 2 Angriff kriegt. Deswegen werde ich den jetzt gleich zerstören. Ich würde sagen, mit den Einher, ja. Dann, ja, 13 Lebenspunkte. Das ist schon wieder so eine Sache hier. Das Warboard mit unseren, die heben sich gegenseitig auf und mit den... Was? Wieso ist das Warboard nicht zerstört? Die hatten doch beide 4 im Angriff. Das ist normalerweise 2, ne? Aber Double Attack hätten 4. Wieso nicht? Das regt mich schon wieder auf hier. Okay, Surrender, neu versuchen. Gucken wir noch mal. Den Helm setzen. Longsword-Man aufrufen. Die Stables setzen. Dann die Slinger Special. Wieso gehen die Explorer nicht? Wenn wir keine Karte in der Hand haben, können wir sie direkt trainieren. Warum nicht? Ja, okay, dann brauchen wir das hier. So, Battle Phase. Aus irgendeinem Grund hat das Schiff das Feuer überlebt. Vielleicht weil es ein Schiff ist. Weiß ich jetzt nicht, woran das liegt. Ich werde mal mit den Longsword-Man die Labora angreifen. Da passiert einfach mal gar nichts. Warum denn nicht zur Hölle? Ja, man merkt schon, dieses Spiel fängt langsam an, mich anzunerven. Es erscheint mir, wie schon gestern gesagt, dieses Spiel erscheint mir halt enorm buggy. Ich glaube, ich mache weiter. Das sind halt jetzt auch schon wieder hier 3 Sachen, die wir nicht geschafft haben. Aber ich meine, wir haben eine breite Auswahl. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Machen wir einfach weiter. Gewinne die Schlacht am Britannien Battle Britannia. Britannien Battle. Ein Trebuchet 03. Opfere eine Einheit und macht dann doppelten Schaden zu einem Angreifer. Nein, zu seinem Angriff. Und die Axtkämpfer, wenn sie angegriffen werden, dann wird der Angriff des Gegners auf 0 Angriff reduziert. Ach ja. Jetzt noch die Kampfverpflegung, wo er Lebenspunkte kriegt, je nachdem wie viele
wie hoch die Angriffskraft unserer Einheiten ist. Und der große Sturm. Mal wieder hier sehr gefährliche Karten, sieht man schon. Wir haben den Steinewerfer. Der macht auch Schaden auf seinen Angriff basierend und muss eine Einheit opfern, aber das Angriff 0. Und wir haben das Rawboat, das wir gerade eben schon gesehen haben. Was haben wir auf der Hand? Oh, den Donglong, den kennen wir auch noch. Woods Willish. Alle Kelten kriegen 2 Angriff und 2 Verteidigungen. Er hat Nordlinge. Also keine Kelten. Haben wir Kelten? Alle keltisch, bis auf die Donglong. Bis auf den Donglong, okay, dann werde ich das Wurzelwelt schon mal aktivieren. Wenn es funktionieren würde. Ach so, das Spiel schmiert einfach ab. Ach ja, wir haben übrigens nur noch 9 Minuten. By the way. Wieso ist jetzt das Spiel einfach abgeschmiert? Auch das ist schon wieder sowas, was in meinen Augen nicht sein muss. Und was mich ein bisschen ankotzt. So, nochmal Kampagne. Britannia Battle. Ja, ich will es wirklich starten. Jetzt nochmal Woods Village. Da hat er den Giant Storm gemacht. Okay. Wir sollten vielleicht was gegen den machen. Hier könnten wir einen extra Bogenschützen trainieren. Und mit dem können wir 2-mal angreifen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, wir brauchen das Woods Village. Er wird es wahrscheinlich auf automatisch auf 1 machen. Das sind beides Upgrades. Haben wir da noch Bogenschützen? Kavallerie ranged. Ja, haben wir. In diesem Fall nehmen wir dann, glaube ich, als erstes die Leather Boots, die Lederschuhe. Einer kann 2-mal angreifen, dann nehme ich jetzt das Rawboat, dann könnte ich 4-mal angreifen. Oder auch nicht wegen seinem Ding, das habe ich mir aber schon fast gedacht. So, einmal die Verstärkung, einmal das hier. Dann den Explorer. Aktivieren für die Slinger. So, er macht... Ich meine, hier mit dem Tribuchet hat er 0 Schaden. Aber er kann eine Einheit opfern und dann... Ich habe halt Angst vor seiner Kampfverpflegung. Mit dem Axtkämpfer hat er 3 Verteidigungen. Ich glaube, ich hole mir den Donglong noch für... Ja, was nehmen wir... Für den Slinger. Der war ja sehr stark. Battleface. Schauen wir mal. Das Problem ist halt diese Karte hier. Als erstes würde ich gerne den hier loswerden. Und zwar, ich würde sagen, mit unserem Steinewerfer. Ach nein, der Steinewerfer macht nur 2. Dann würde ich sagen, mit unserem, Explorer. Ja, jetzt hat er 4 Lebenspunkte bekommen und unseren Angriff ignoriert. Ach so, er kann auch Angriffe ignorieren. Ja, das muss man natürlich wissen. Ah, oh, du bist so zum Abkotzen, weißt du das? Ach ja. Gut, dann mit dem Donglong den Distribute. Damit hat er 7 Schaden bekommen. Dann mit dem Rawboat, die Axtkämpfer, da kriegt er keinen Schaden, aber das Rawboat kann ja doppelt angreifen. Steinewerfer, hat er 15. Ja, aber das hier gibt nur 6 Schaden, dann hätte er noch 9. Wir brauchen also die Leather Boots. Definitiv brauchen wir die. Was können wir denn loswerden? Ich glaube, da müssen wir die Archery Range loswerden. Weil das ist das Ding, was wir am wenigsten brauchen. Village. Explorer. Dann den Steinewerfer opfern für den Donglong.
Weil es das schwächste Monster ist und dann mit den Leather Boots den Donglong ausrüsten, würde ich sagen, damit der zweimal angreifen kann. Dann können die beiden zweimal angreifen. Battle Phase. Mit dem Explorer die Axtkämpfe angreifen. Ich glaube, das muss man machen. Dann mit dem Donglong die Axtkämpfe zerstören. Und mit dem zweiten Angriff das Trebuchet zerstören. Da kriegt er 5 Schaden. Und nochmal 2 Schaden. Jetzt das Railboat hat er 11. Ja, aber er kommt wieder nicht auf 0. Er kommt wieder nicht auf 0. Haben wir noch Zeit? 5 Minuten, das würde ich gerne noch probieren. Das kann doch nicht wahr sein. Wir schaffen überhaupt keine Duelle. Ja, das Problem sind natürlich seine beiden verdeckten Karten. An sich sind seine Karten nicht stark, aber seine beiden verdeckten Karten sind beide ekelhaft. Was hat der nochmal für einen Effekt? 2 Punkte Schaden für jede tote Einheit. Vielleicht sollte ich mit dem beide angreifen. Das ist vielleicht eventuell das Rätsels Lösung. Das probiere ich jetzt gerne nochmal. Oder wir probieren einfach den Effekt. Damage based on its attack. Probieren wir, wenn wir das nicht schaffen sollten. So, jetzt greife ich den mal mit dem Donglong mal seinen hier an. Da kriegt er halt mehr Lebenspunkte. Okay, surrender nochmal. Das ist hier schon wieder echt so eine Krätze. Wir könnten ja, wenn wir jetzt nicht das hier opfern, wenn wir nicht das hier opfern, sondern zum Beispiel die Leather Boots, könnten wir ja mehr Monster beschwören. Probieren wir mal. Nein! Die Leather Boots wollte ich nehmen. So, jetzt hat. Zack, zack. So, wenn wir was opfern für den Rock Thrower, machen wir Schaden basierend auf der Anzahl der Stärke des Rock Throwers. Ich opfer jetzt mal den Slinger. Dann gehe ich in die Battle Phase und greife mit dem Rock Thrower seinen Axtkämpfer an. Dann kriegt er nämlich nur 2 Lebenspunkte. Dann zerstöre ich mit dem Explorer seine Axtkämpfer. Mit dem Donglong zerstöre ich sein Chebuche. 7 Schaden. Kriegt er nochmal 6 Schaden, dann hat er hier noch. Kriegt er nochmal Schaden. Hat er hier noch 3 Punkte. Und 2 Punkte. So. Main Phase 2 activaten. Jetzt können wir was opfern und dann machen wir ihm nochmal Schaden. Ich glaube, so ist jetzt die Lösung. Perfekt, you win. Okay, war jetzt gar nicht so einfach, aber das Britannia Battle, man sieht schon, wenn man ein bisschen um die Ecke bedenkt, ist es nicht unschaffbar. Aber leider wieder 3 Sachen nicht geschafft. Vielleicht habt ihr dann eine Lösung. Wenn ja, lasst es mich wissen. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann heute noch zu Mass Effect und zu Portal. Und morgen wieder bei Heroes of Civilizations, wenn wir weiter versuchen, die Kampagnenmissionen zu erfüllen.
Was mir gerade noch kommt als Idee, was ihr vielleicht auch eure Meinung dazu geben könnt, ist, dass wir die Sachen, die wir nicht geschafft haben, also dass wir quasi durchmachen. Also auf gut Deutsch als nächstes wäre dann die iberische Force, iberische Macht. Und am Ende, wenn wir alle haben, dass wir dann nochmal die versuchen, die wir jetzt als erstes nicht geschafft haben. Das wäre meine Idee. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Okay, bis zum nächsten Mal, Freunde. Gehabt euch wohl.